Time Kettle WT2. Was zunächst wie normale drahtlose Kopfhörer aussieht, ist eigentlich ein Ultratech-Übersetzungsgerät. Dies ermöglicht es, Unterhaltungen mit Menschen aus unterschiedlichen Ländern in verschiedenen Sprachen führen zu können. Mithilfe von AI zeichnen die Time Kettle Kopfhörer bis zu 40 verschiedene Sprachen auf und übersetzen sie. Außerdem erkennt das Gerät bis zu 93 Akzente. Das Gadget ermöglicht die Kommunikation mit 95% der Weltbevölkerung. Und natürlich können sie auch als Headset zum Empfangen von Anrufen und zum Abspielen von Musik genutzt werden. Die Kosten beginnen bei 240 US-Dollar. Catapult Player. Dieses Gerät wurde speziell für Fußballspieler entwickelt, die besser verstehen möchten, was während des Trainings mit ihrem Körper passiert, um bessere Ergebnisse zu erzielen. Player von Catapult ist ein ungewöhnlicher Aktivitätstracker, der GPS-Daten über die Bewegungen im Feld sammelt, auswertet und dann eine Reihe nützlicher Informationen anzeigt, von der durchschnittlichen Bewegungsgeschwindigkeit und der zurückgelegten Strecke bis zu einer virtuellen Karte, auf der Bereiche mit dem effektivsten Spieler gezeigt werden. Mit der mitgelieferten mobilen App kann man seine Ergebnisse mit den alten Workouts sowie mit den Ergebnissen von Freunden und sogar von Profisportlern vergleichen. Der Preis dafür beträgt 240 US-Dollar. Josh Smartfan. Das ist ein weiteres Gerät für Menschen, die an einem aktiven Lebensstil gewöhnt sind. Das US-Unternehmen Josh hat einen intelligenten Lüfter entwickelt, der sich während des Trainings an den Sportler anpasst. Empfindliche Sensoren messen die Körpertemperatur und die Umgebung und ändern mithilfe der erhaltenen Informationen die Intensität. Da der Wind in alle Richtungen bläst, wird man gut abgekühlt. Der intelligente Lüfter von Josh ist kabellos, kompakt, leicht und sehr diskret. Eine Ladung sorgt für 12 Arbeitsstunden. Das Gerät kostet ab 46 US-Dollar. Bose Frames. Dies ist eine Sonnenbrille, mit der man Musik hören kann, ohne die Mitmenschen zu stören. Das US-Unternehmen Bose hat eine Brille mit eingebauten Lautsprechern entwickelt. Sie erzeugt Schallwellen, die nur der Nutzer wahrnimmt. Auf der rechten Seite befindet sich eine Taste, mit der man Anrufe entgegennehmen, Musik steuern und den Sprachassistenten einschalten kann. Die Kosten betragen etwa 200 US-Dollar. Bumrug. Die US-Amerikaner von der Firma Bumrug haben es geschafft, unser Verständnis von komfortablen Möbeln zu revolutionieren. Die Experten haben den weltweit ersten Rucksack entworfen, der sich bei Bedarf in einen kleinen, bequemen Sitz verwandelt. Der Rucksack hat eine Kapazität von 17 Litern. Der Sitz bietet eine optimale Rückenstütze und hält Belastungen von bis zu 136 Kilogramm stand. Der Preis für diese Erfindung liegt bei 160 US-Dollar. Faro. Ein moderner Mensch muss immer öfters unterwegs am PC arbeiten. Eine bequeme Steuerung der PC-Maus ist in diesem Fall aber leider nicht möglich. Faro von der südkoreanischen Firma PawnCat löst dieses Problem, indem es die Möglichkeit bietet, das Geschehen auf dem Bildschirm mit der eigenen Hand zu steuern. Faro ist ein ungewöhnlicher kompakter Controller. Er liest alle Bewegungen und Gesten und ermöglicht es, auch unterwegs zu arbeiten, zu spielen, zu lernen und Filme anzusehen. Die Kosten ab 80 US-Dollar. Maskphone. Wenn ihr eure Maske immer zu Hause liegen lässt, solltet ihr euch Maskphone für etwa 50 US-Dollar kaufen. Dies ist ein smartes Gerät mit Filtern, das sehr einfach zu bedienen ist. Die Maske verfügt über integrierte Kopfhörer und ein Mikrofon. Das heißt, sie verwandelt sich in ein Headset, welches ihr definitiv nicht zu Hause vergessen werdet. Handy Gym. Um aktiv zu bleiben und regelmäßig Sport zu treiben, muss man nicht einmal sein Zuhause verlassen, wenn man dieses tragbare Trainingsgerät von der spanischen Firma Handy Gym besitzt. Dies ist ein Maßband, das den notwendigen Widerstand erzeugt, um die Muskeln zu trainieren. Der Nutzer muss nur die Stärke des Widerstands wählen. Es stehen drei Modi zur Auswahl: 40 Kilogramm, 61 oder 100. Wie ihr sehen könnt, bietet Handy Gym wirklich viele Möglichkeiten. Es kann mit fast jeder Übungsroutine kombiniert werden. Dabei nimmt das Gerät fast keinen Platz ein. Preis beginnt bei 610 US-Dollar.
August Wi-Fi Smart Lock. Mit diesem Gerät von August Home muss man ein Türschloss nicht mehr selbst öffnen und schließen. Das ist ein intelligentes Gerät, das mit einer mobilen App auf dem Smartphone des Nutzers zusammenarbeitet. Wenn sich ein Smartphone nähert, öffnet das Schloss automatisch die Tür. Wenn man das Haus verlässt, wird die Tür automatisch geschlossen. Darüber hinaus kann man das Türschloss aus der Ferne steuern, den Zugang zum Eingang gewähren, einschränken und alle Aktivitäten überwachen. Die Kosten ab 250 US-Dollar. Multifunctional Cleaning Slime. Man hält ein Haus oder ein Auto leichter sauber, wenn man dieses Tool bei der Hand hat. Der Schleim ist flexibel und elastisch und dringt in schwer zugängliche Stellen wie eine Tastatur oder ein Armaturenbrett ein. Es ist wiederverwendbar, entfernt Staub und Schmutz und kostet nur 3 Dollar. Pocket Pro. Dies ist eine verbesserte Version des tragbaren drahtlosen Messgeräts der australischen Firma Pocket Innovations. Das Gerät ist kompakt, kaum größer als ein Stift, doch es bietet mit Verbindung zu einem Smartphone eine Reihe von tollen Möglichkeiten. Das Gerät misst Wechsel- und Gleichspannung, Widerstand und Umgebungstemperatur. Es kann auch den Betrieb von Dioden kontrollieren und funktioniert wie ein Oszilloskop. Die empfangenen Daten werden in Echtzeit in der mobilen App angezeigt. Auf Vorbestellung kostet das Gerät etwa 120 US-Dollar. Verdit. Das ist ein Hausgarten, der euch mit frischen Kräutern das ganze Jahr über versorgt. Verdit ist ein winziger, persönlicher Garten, der ein Mikroklima schafft, das für ein gesundes, schnelles Pflanzenwachstum geeignet ist. Man kann es direkt in der Wohnung aufstellen, es nimmt nicht viel Platz ein. Der Hersteller bietet 3 Konfigurationen an. Mit der größten kann man bis zu 76 Kräutersorten gleichzeitig anbauen. Der Preis liegt zwischen 300 und 750 US-Dollar. Humol Fish Skin. Diese Erfindung wurde speziell für Liebhaber von Fischgerichten entwickelt, da sie das Reinigen von Fischen um ein Vielfaches schneller ermöglicht. Unnötiger Abfall wird in einem speziellen Behälter gesammelt, was den Vorgang noch komfortabler macht. Der Spaß kostet ab 2 US-Dollar. Amber Mug. Mit diesem Becher der US-Firma Amber Technologies müsst ihr euch nie wieder Gedanken über kalte Getränke machen. Der Becher hält den Inhalt 80 bis 90 Minuten lang warm, auf 50 bis 62 Grad Celsius, sodass das warme Getränk vom ersten bis zum letzten Tropfen perfekt bleibt. Die Steuerung erfolgt über eine mobile App. Der Preis hängt vom Volumen ab, 100 US-Dollar für 300 Milliliter und 130 US-Dollar für 400 Milliliter. Ryobi 18V OnePlus Floating Speaker. Eine Poolparty ist ohne Musik unvorstellbar. Der Ryobi 18V OnePlus sorgt dafür, dass eure Elektrogeräte in der Nähe von Wasser nicht kaputt gehen. Es handelt sich um ein Gadget, das speziell für den Einsatz in der Nähe von Wasser entwickelt wurde. Der Lautsprecher schwebt in der Nähe des Pools und verbreitet hochwertigen Klang. Abends dient es auch als Lampe, die bunte, mehrfarbige Flecken auf den Boden projiziert. Der Kaufpreis beträgt 60 US-Dollar. Wax On. Für einen guten Griff schmieren Handballspieler ihre Hände während des Spiels mit einem speziellen Wachs ein. Außerdem wird das Harzdepot mit einem Tapestreifen am Schuh befestigt, was jedoch nicht sehr praktisch ist. Wax On ist ein speziell für Handballer entwickeltes Produkt, mit dem Handballwachs aufbewahrt werden kann. Damit steht das für die Ballbehandlung wichtige Wachs weiterhin zur Verfügung, allerdings nur in sauberer Art und Weise auf einem Clip. In dieser Form färbt die Substanz weder die Schuhe noch das Spielfeld. Die Preise beginnen bei 22 US-Dollar. We'll be right back.